So, liebe Rasenfreaks, ich möchte euch heute ein ganz kleines Update geben zu meiner neu gesäten Ostfläche, die Festuca-Fläche. Und zwar, wir haben heute Samstag den Mist. Oh. Siebten vielleicht. Siebten nicht. Achten. Genau, Samstag den 8. Juli. Und ich habe exakt Samstag vor 2 Wochen diese Fläche eingesät. Ihr habt ja heute, weil ich nämlich heute filme, heute das Video gesehen, wie ich die Fläche eingesät habe. Jetzt ist es 2 Wochen später, also genau 2 Wochen. Und ich blende mal, wenn ich es mache hoffentlich, blende ich mal ein paar Fotos ein. Nach 5 Tagen hat die Festuca schon ihre Spitzen aus dem Boden rausgeschoben. Nach 7 Tagen, nach einer Woche war sie schon deutlich überall zu sehen. Und nach 2 Wochen haben wir genau dieses Bild hier. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Meine liebe Frau filmt jetzt mal ein bisschen runter hier, ran an die Fläche, und ich kommentiere das. Also, das Gras ist schon gut aufgelaufen. Es ist weitestgehend gleichmäßig aufgelaufen. Da, wo es nicht schön ist, da habe ich ein Problem gehabt, und zwar mit der Bewässerung. Hier habe ich am Anfang eine riesige Pfütze gehabt. Auch da vor meinem Sprenger habe ich eine riesige Pfütze gehabt. Und da habe ich mit der Rasenkralle, die müsst ihr ja noch mal zeigen, echt ein cooles Gerät von Rasenspecht. Ja, ich muss hier wieder Werbung einblenden, ich lasse es lieber. Hier habe ich tiefe Löcher gestochen, damit das Wasser hier besser abläuft. Ich weiß nicht warum, warum ich hier so 2, 3 Stellen habe, wo wirklich viel Wasser stehen bleibt. Das ist mir nicht ganz klar. Weitestgehend ist die Fläche schön gleichmäßig feucht gewesen, aber hier hat es eben gestanden. Und das sieht man auch. Also hier sieht man auch natürlich, dass die Festuca aufgelaufen ist, aber nicht so gleichmäßig, nicht so dicht. Hier ist es auch so ein bisschen, würde ich mal behaupten, so ein bisschen weggeschwemmt worden oder ertrunken, das Gras. Und da sehe ich natürlich, ich sehe es, ne? Ein Helmchen, wirklich ein Helmchen, und als erstes mal blühen. Erstmal blühen. Ja, das ist das, was wir wollen. Ne? Zack und blühen. Die Por. Gut, weg damit. Weit weg zum Nachbarn. So, das ist echt ein Problem gewesen. Und deswegen sieht man hier auch teilweise eben nicht so dichte Stellen. Was man auch deutlich sieht, ist, wo ich doppelt drüber gefahren bin. Das hätte ich nicht gedacht. Einmal da, wo ich schlecht überdeckt habe, sieht man hier. Also hier sieht man es sehr schön. Dann muss ich mal auf die andere Seite gehen, dass ich den Schatten drauf habe. Hier sieht man eine schöne Linie. Eine etwas stärker gewachsene Linie. Da habe ich zu viel Überdeckung gefahren. Und hier jetzt im Schatten, ich hoffe, das macht jetzt die Kamera auch. Hier hatte ich ja noch eine, ihr müsst noch mal im Video gucken, hier habe ich eine kleine Scheibe ausgelassen und bin hier noch mal komplett drüber gefahren. Bis hier. Genau bis hier. Und hier sieht man deutlich, wie hier die doppelte Anzahl von Gräserfrüchten auf die Fläche gekommen ist und deutlich mehr Gras aufgelaufen ist. Auch da hinten, hier bei meinem Durchgang zum Nachbarn, auch hier bin ich mehr oder weniger doppelt gefahren. Und hier bin ich auch doppelt gefahren, in der Mitte nochmal. Und habe hier aufgehört. Es ist also wie mit der Linie gezogen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Und hier sieht man deutlich die doppelte Spur, weil ich in der Mitte ja was ausgelassen hatte. Und da, wo es eben doppelt gestreut wurde, liegt es auch doppelt und ist die doppelte Anzahl von Gräsern aufgelaufen. Was natürlich bedeutet, dass diese Maschine, diese Sempner Rasenbaumaschine, wirklich unwahrscheinlich gleichmäßig die Saat verteilt hat. Also da, wo es eben nur einmal gefahren, also hier, wo ich jetzt hier, immer hier so im Licht, so hier, wo ich nur einmal wirklich gefahren bin, sauber die Linien nebeneinander gesetzt habe, sieht man ganz genau, wie schön gleichmäßig die Saat hier in den Rillen, in diesen Einhakungen aufgelaufen ist. Also, echt cool, echt super. Ja, das Gras tut sich schwer, die Festuca wächst ja sehr langsam. Und ist ja auch ein extrem feines Gras.
das braucht jetzt, das dauert jetzt, bis diese Fläche dicht wird, denn wir haben ja noch ein ganz anderes Thema, denn die Poa pratensis, die Wiesenrispe, das wollte ich schon Rotspindel sagen, Rotspindel ist die Festuca, die Wiesenrispe, die Poa pratensis, die ist noch gar nicht aufgelaufen. Auch hier, obwohl ich jetzt hier diese Saatstimulanz benutzt habe, die hat aus meiner subjektiven Sicht hier bei der Festuca unheimlich das Wachstum beschleunigt, das Auflaufen beschleunigt. Aber von der Poa pratensis sehe ich hier noch gar nichts. 2 Wochen. Also wir warten jetzt noch eine Woche. Und dann sollte es hier mit der Poa pratensis losgehen. Da sind ja viel mehr Gräserfrüchte auf die Fläche gekommen als von der Festuca. Und dann sollte die Fläche erst so richtig dicht werden. Es wird ja wahrscheinlich dominant eine Poa pratensis Fläche. Aber diese Poa pratensis tut sich ja so schwer, aus dem Boden rauszukommen. Das ist faszinierend. Ja, wir haben wenig Vogelschäden. Wir haben auch wenig Würmer, die hier aktiv waren. Hier so ein bisschen Wurmaktivität. Und hier so ganz bisschen Vogelschäden. Hier, das vielleicht war ein Vogel, hier so ein kleines Loch. Aber sonst ganz wenig. Hier hat ein Vogel, kann auch ein Wurm gewesen sein, ein bisschen gearbeitet. Hier hinten, ja, hier sieht man das, hier. Und da, also da hat der Wurm, da hat der Vogel nicht den Wurm gesucht, sondern ich glaube, er hat nach Engerlingen gesucht. Auch hier so ein bisschen gehackt, die Vögel. Aber alles nicht schlimm. Alles, also überhaupt nicht schlimm. Ich habe heute tatsächlich gedüngt. Und zwar von Grasshopper, den Nero Mix. Oh, da muss ich lügen, ich blende das mal ein, die Zusammensetzung. Der hat auf jeden Fall 3% Phosphor, also auch ein bisschen Phosphor doch nochmal auf die Fläche jetzt hier gebracht. 3% Phosphor für die Stimulanz der Wurzel, des Wurzelwachstums. Also der ist jetzt hier drauf, ein Langzeitdünger, ein teilorganischer Dünger, der jetzt ein bisschen hoffentlich noch auch das Wachstum hier unterstützt. Und wenn die Pratensis rauskommt, auch dann die Pratensis nochmal ein bisschen pusht. So, hier, das ist immer so eine Special Stelle, Denglisch. Nee, das ist jetzt hier mal eine Festuca-Stelle, wo anscheinend sehr viel Saatgut zusammengelaufen ist. Also irgendwie angehäuft, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe, keine Ahnung. Und das ist schon richtig dicht hier, ist natürlich zu dicht. Da, wenn man zu viel Saatgut auf eine Stelle streut, dann entsteht hier Konkurrenz zwischen den Gräsern, zwischen den einzelnen Pflanzen und da gibt es einen Verdrängungswettbewerb und das schwächt letztendlich die ganze Stelle. Also das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, aber es sieht schon richtig schön aus, zumindest an dieser kleinen Stelle. Gut, jetzt hole ich mal die Gartenkralle und zeige sie euch nochmal. Ich glaube, die heißt Rasenkralle, aber ich glaube ja. Das ist die Rasenkralle von Rasenspecht. Die hat 25 cm lange Dorne. Und damit kann man also wirklich sehr, sehr, sehr gut den Boden tiefen. Schatten. Okay, gehen wir hier hin. Hier mit dieser Rasenkralle kann man wirklich sehr, sehr gut den Boden tiefen lockern. Also der geht richtig, richtig tief rein, um jetzt eben gerade die Wasserdurchlässigkeit bis ganz nach unten zu erhöhen. Also das Teil ist schon ziemlich cool. Und damit habe ich eben überall, auch hier, da, hier sieht man das auch, wie es hier so ein bisschen feuchter ist. Könnt ihr noch ein bisschen mehr machen. Und die habe ich überall gestanzt, um eben das Wasser ein bisschen besser abzuleiten. Aber der Boden scheint jedoch eher gesättigt zu sein. Ja, das ist... Ach so, was ich noch vergessen habe zu sagen. Ich habe natürlich mit dieser Bewässerung hier rum experimentiert. Ich wässere jetzt, ich meine 5-mal, um 7 Uhr, um 10 Uhr, um 13 Uhr, um 16 Uhr. Und um 19 Uhr, 5-mal am Tag für 5 bis 7 Minuten. Ich habe das jetzt verändert. Erst waren es so 7 Minuten, das war mir dann zu viel. Da waren die Pfützen zu groß, dann bin ich auf 5 Minuten gegangen.
Und jetzt gehe ich noch weiter runter, so auf 3 Minuten. Jetzt morgens auf 3 Minuten, damit es tagsüber dann nicht austrocknet. Morgens ist es ja mal ein bisschen feuchter. So, dass es gerade eben feucht bleibt. Ganz, ganz wichtig, ne, der entscheidende Punkt überhaupt bei einer Nachsaat, Neusaat, mindestens 3 Wochen kontinuierlich feucht halten. Und das heißt wirklich, je nach Bodenbeschaffenheit und je nach Wetter, wir haben heute gerade 34 Grad. Das sind jetzt zwar wirklich heiße Tage, die nächsten Tage, nächste Woche wird wieder ein bisschen weniger warm. Also das ist gut, aber jetzt diese Tage sind gerade richtig brutal warm. Da muss man echt aufpassen, dass die Saat nicht austrocknet. Und dann ist vorbei. Wenn diese Frucht, diese Gräserfrucht einmal austrocknet, durchtrocknet, ist sie tot. Deswegen ist dieses kontinuierliche Wässern wirklich unwahrscheinlich wichtig. So, okay, Freaks. Das war's jetzt mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kurzes Update zur neuen Fläche, zur Festuka-Fläche vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Gut, schnell runter hier. Die armen Gräser.